So, ein herzliches Willkommen zu einer Folge Crisis. Wir haben hier unsere Feinde. Energie kritisch. Den habe ich jetzt, von denen ich einen gerade 3 Grad weggeknallt habe. 4 Grad weggeknallt habe. Und ja, es hieß, wir müssen uns ein Fahrzeug suchen und damit zu unserem zur Ausgrabungsstätte kommen. Was? Wo? Ach da, eins. Die stecken doch niemals ein Kaliber in diesem Maße aus. Das können, da kann das Spiel so realistisch sein, wie es will. Das ist totaler Bockmist. Jetzt wäre herrlich. Bei dem Kaliber würden maximale Panzerung. Energie kritisch. Bei dem Kaliber würde den Kopf zerreißen. Aber gut. Aber ansonsten ist der Berg hier, also die Insel ist hier wirklich schön eigentlich. Wäre hier nicht der ganze Scheiß mit den Aliens, den Krieg mit den Koreanern, also zwischen den Amis und den Koreanern. Ansonsten würde ich hier gerne Urlaub machen, wirklich. Also 2 Wochen einfach weg. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Irgendwas stimmt hier nicht, weil es schaut so aus, als wäre hier irgendwo ein Stützpunkt. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Ich glaube, wir haben hier einen Stützpunkt. Tarnfeld aktiviert. Sag mir jetzt bloß, dass hier nichts los ist. Nee, da ist ja... Da muss ja was sein. Tot? Sag jetzt bloß, das ist derjenige, wo ich vorher war. Das kann aber gar nicht sein, weil ich den Weg nicht mal gegangen bin. Doch. Aber das ist jetzt ein bisschen her. Gut, wir müssen doch jetzt mit dem Auto fahren, weil ich jetzt nicht... Ich komme so nicht weiter. Ich bin mega verwirrt jetzt gerade. Wir fahren jetzt einfach mal so lang. Hier hoch geht's nicht. Da runter vielleicht. Ah! Da waren wir aber schon. Da sind wir nämlich jetzt gerade hergekommen. Genau, das heißt, hier ging's wieder zurück. Wirklich? Das ist wahrscheinlich ungenaueste MG aller Zeiten. Wir müssen den Weg entlang fahren. Ach. Maximales Tempo. Maximale Panzerung. Warum haben wir jetzt so viel Schaden bekommen? Aha. Gut. Das kann man machen. Ja. Graben. Maximale Stärke. Alter! Kritisch. Dein... Maximale Panzerung. Ich hab jetzt... Meine Fresse, Alter! Schluck vielleicht mal was.
Maximale Stärke. Maximale Panzerung. Gut, jetzt würde ich einfach mal sagen. Auto. Und los geht's. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh. Ja. Easy. Aber das kann ich. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Gut. Das haben wir aber wieder hinbekommen. Dankeschön. Zum Glück kommen wir gleich in nächstes Auto, sonst hätten wir wahrscheinlich nicht wieder lange gebraucht, um da hinzukommen. So, zack. Zack. Oh, ups. Das war die falsche Taste. Hieß es nicht, wir müssen uns leise vortasten? Ach, was soll's. Wieder ein Helikopter. Und ein Boot sogar. Ich würde sogar mal behaupten, wir fahren jetzt mal mit dem Boot, weil das wäre doch wahrscheinlich schlau. Das Auto ist eher Marsch. Da, Feuer frei! Feuer! Ich finde dich! Oder ich finde. Dich! Danke! Da. Jawohl, so soll es sein. Ja, ich habe wieder richtig viel Spaß mit dem Spiel. So, weiter geht's. Aber ich weiß nicht, wie weit wir noch haben. Oh. Also viel, dass sich da nicht ändert. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Da haben wir es aber. Ups. Au, 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 au. Gut. Tarnfeld aktiviert. Also doch wieder. Energie kritisch. Maximale Panzerung.
Maximale Panzerung. Tut das. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Du kannst dich nicht verstecken. Maximales Tempo. Strickland, ich nähere mich jetzt der Ausgrabungsstätte. Nein, das geht nicht. Roger Nomad, infiltrieren Sie die Forschungskuppel und holen Sie Rosendahl da raus. Ich schicke Ihnen einen Senkrechtstarter. Deckung! Ja, schön. Maximale Stärke. Energie. Komm schon! Nein! Maximale Panzerung. Das ist doch mehr als behindert. Maximales Tempo. Maximale Panzerung. Maximale Stärke. Nein! Yay! Ach, Mann. Okay. Tarnfeld aktiviert. Das war dämlich von mir. Ich bin nicht der super taktische Spieler. Das liegt mir nicht im Blut. Maximale Panzerung. Lag mir nie im Blut, wird mir auch nie im Blut liegen. Tarnfeld aktiviert. Meine Generationen werden auch niemals taktisch spielen können, wahrscheinlich. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Das kann's doch nicht sein, ey. Nicht mal eine Rakete, euer Ernst? Doch echt nicht. Alter, ich verkack das mega. Aber die sind auch nicht ganz super. Jetzt, Mann, endlich. Ruckelt gerade ein bisschen. Ui. Raste mal vielleicht aus. Aktiviert. Maximale Panzerung. Energie kritisch. Au.
Wirklich. Endlich war es das auch mal. Maximale Stärke. Au, 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 au. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Energie kritisch. Tarnfeld aktiviert. Okay, wir haben zumindestens. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Beide sind erledigt. Maximales Tempo. Maximale Stärke. Maximale Panzerung. Hat überhaupt? Nee, die ist noch runtergefallen, ne? Da ist sie. Hätte ich nicht gedacht, dass sie explodiert. Aber jetzt weiß ich's. Egal. War ihn doof. Da hinten ist noch einer. Maximale Stärke. Maximale Panzerung. Nee, aber nehme ich noch schnell. Energie kritisch. Feuer frei. Auch einer? Tarnfeld aktiviert. Nee. Doch, da hinten. Maximale Panzerung. Oh, wir haben jetzt hier langsam eine richtig große, fähige Waffe. Oh, das war das Falsche. Gut. Die Musik ist sowas von spannend. Yeah, yeah, yeah. Okay. Wie komme ich da rein? I spin my head right. Es wäre so, I spin my head right round, right round. Maximale Stärke. Seit wann muss man denn ausruhen? Wie man kann hier auch maximale Panzerung. So, hier müssen wir rein. Munitionen. Ich habe kurz die Munition noch weggeschmissen. Gut. Okay. Die hätten wir auch hochgehen, reingehen können. Okay, gut. General Kyung, hören Sie doch. Ich empfange einige sehr seltsame Signale. Wir müssen wissen, womit wir es hier zu tun haben, bevor Sie... Ich bin die ständigen Verzögerungen leid. Bei den anderen Fossilien waren Sie nie so vorsichtig. Ich weiß, was im Hindukusch passiert ist, Doktor. Das war was anderes. Die anderen Proben, die afghanischen Artefakte, die sibirischen, das waren alles Fragmente. Das ist das erste intakte Exemplar, das wir je gefunden haben. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Dafür ist keine Zeit, Doktor. Die Amerikaner sind bereits auf der Insel.
Ihre diplomatischen Verwicklungen interessieren mich nicht, General. Sollten Sie aber. Das Pentagon wird dieses Projekt militärisch nutzen. Glauben Sie wirklich, dass die CIA Sie ungestört weiterforschen lässt? Ich verstehe. Ich brauche nicht mehr lange. Mein Scan ist so gut wie fertig. Uns geht es nur um diesen Tempel. Ihr Fossil interessiert mich doch gar nicht, Doktor. Das ist kein Fossil. Es ist eine versteinerte, karbonbasierte Maschine. Eine Maschine, die 2 Millionen Jahre älter ist als die Menschheit. Das spielt im Moment keine Rolle. Dieser Tempel ist der Ursprung. Tempel? Meine Güte, wir haben keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Wenn Sie es öffnen, weiß niemand, was passieren wird. Warten Sie. Ich bekomme jetzt die ersten Bilder. Aber das... Das kann nicht sein. Da bewegt sich etwas. Aber das ist unmöglich. Oh nein, Chong! Sie müssen sofort damit aufhören. Es ist zu gefährlich. Sie haben keine Ahnung, was da drin ist. Dad, was ist los? Helena, du musst ihn aufhalten. Verschwinde von hier, sofort. Sie leben noch. Wer lebt noch? Wovon redest du denn? Das Fossil. Es lebt noch. Es ist... Oh nein! Dad, wir haben eine Mikrowellenentladung bei euch geortet. Was hast du getan? Verschwinde da! Schnell! Was ist... Wer sind Sie? US Special Forces, wir müssen hier raus. Ein Glück. Kyung hat mein Team, meine Tochter, oben in der Mine in den Bergen. Sie müssen zu ihnen. Wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht. Was hab ich getan? Oh, 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 oh. Oh, das ist kalt. Energie kritisch.